Auf die Gaskunden der Stadtwerke Energie kommen im Herbst noch höhere Kosten zu. Denn ab dem 1. Oktober werden die von der Bundesregierung beschlossenen Gasumlagen bis zum Frühjahr 2024 auf die ohnehin schon teuren Gaspreise aufgeschlagen. Obwohl die Höhe der Gasbeschaffungsumlage bereits am Montag bekannt gegeben wurde, gab es anschließend auch für Geschäftsführerin Claudia Budig noch viele Unklarheiten. So stand etwa die Höhe der Gasspeicherumlage, die ebenfalls an die Verbraucher weitergegeben wird, erst am Donnerstag fest. Mit diesen Geldern soll das Auffüllen der Gasspeicher finanziert werden. Während das bei der Bevölkerung noch auf Verständnis stößt, fehlt dieses Verständnis für die Gasbeschaffungsumlage. Denn mit diesen Geldern sollen Gasimporteure vor einer drohenden Insolvenz bewahrt werden, obwohl sie jahrelang millionenschwere Gewinne erzielt haben. Einige Energiekonzerne, wie etwa RWE, verzichten freiwillig auf die Umlage. Nutznießer sind dagegen Unternehmen wie Uniper, das auch zu den Lieferanten der Stadtwerke gehört. Die Gasimporteure würden aufgrund der Höhe der Mehrkosten, die sie jetzt aktuell haben, um diese weggefallenen russischen Lieferungen zu ersetzen, in Insolvenz gehen. Also die Summe kann keiner ausgleichen, auch nicht mit Gewinnen aus vergangenen Jahren. Und damit würde der gesamte Gasmarkt zusammenbrechen, weil das würde durchgereicht werden über die ganze Lieferkette, weil wir würden auch kein Gas mehr bekommen. Am Ende müssten wir das sehr teuer nachkaufen und es würde am Ende auch die Existenz der Stadtwerke gefährden. Für die rund 2000 Stadtwerke-Kunden in der Grundversorgung steigen die Preise besonders deutlich. Denn der Arbeitspreis der Grundversorgertarife wird insgesamt von rund 16 auf rund 24 Cent pro Kilowattstunde erhöht, inklusive Mehrwertsteuer, bei einem Verbrauch von mehr als 2000 Kilowattstunden im Jahr. Neben der Gasbeschaffungsumlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde und der Gasspeicherumlage von 0,059 Cent pro Kilowattstunde schlagen hier laut Aussage der Stadtwerke auch die deutlich gestiegenen Einkaufspreise zu Buche. Insgesamt liegt die Preissteigerung bei knapp 50%. Für einen größeren Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden entspricht das monatlichen Mehrkosten von 132 Euro brutto. Bei Verträgen mit einer Festpreisgarantie werden ausschließlich die Umlagen aufgeschlagen. Sollten die Gasvorräte knapp werden, gibt es für Privathaushalte aber auch eine gute Nachricht. Die geschützten Kunden, das sind vor allem Haushaltskunden, das sind soziale, medizinische, hoheitliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Feuerwehren, die werden bis zuletzt geschützt, wenn es zur Abschaltung kommt. Wenn es also darum geht, wer bekommt noch Gas geliefert oder nicht. Dazu zählen auch übrigens Anlagen, die der Wärmeversorgung von Haushaltskunden dienen. Die sind auch bis zuletzt geschützt. Ja, und entsprechend ungeschützte Kunden sind die großen Industrie- und Gewerbekunden. Das sind ungefähr 40 bei uns im Netzgebiet. Mit denen sind wir jetzt aber schon seit Monaten im Gespräch. Von den steigenden Preisen sind allerdings alle Stadtwerkekunden gleichermaßen betroffen. Auch Haushalte, die mit Fernwärme versorgt werden, müssen sich zum Jahreswechsel auf höhere Kosten einstellen. Genaue Beträge konnten die Stadtwerke Energie heute noch nicht nennen. Bei Fragen steht der Kundenservice unter der Telefonnummer 03641 688 366 oder per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-jena.de zur Verfügung. Zur Entlastung der Privathaushalte will die Bundesregierung jedenfalls die Mehrwertsteuer auf Gas von 19% auf 7% senken. In Anbetracht der Gesamtkosten ist das aber eher ein Trostpflaster. Auf das ganze Jahr gerechnet würde ein Haushalt im Grundversorgungstarif mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden bis zu 500 Euro einsparen. Bei Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro.